Hey Leute, ich bin Smektaverik. Ihr könnt hier meine beiden Zucchini-Pflanzen sehen. Und in diesem Video soll es einmal darum gehen, was ihr machen könnt, ja, wenn eure Zucchini-Früchte an der Pflanze anfangen zu faulen. Ich möchte euch hier einmal die Ursachen dafür nennen und auch natürlich die Lösung dafür geben, wie ihr die Ernte noch retten könnt. Ja, hier könnt ihr ganz gut bei mir sehen, dass wieder gesunde Früchte an der Pflanze dran sind. Aber einige fingen dann eben an, ja, eine Zeit lang hier zu schimmeln, wie bei diesem Exemplar, was ich extra jetzt aufgehoben habe fürs Video, weil ansonsten schmeiße ich die nämlich weg. Ja, die werden dann erst hier so gelblich, dann werden sie matschig. Ich kann euch nochmal ein anderes Exemplar zeigen. Ja, das ist dann so richtig eklig verschimmelt gewesen. Und ja, was sind die Ursachen dafür, dass eben Zucchinis schimmeln und wie kann man das abstellen? Eine Ursache kann eine unzureichende Bestäubung der weiblichen Blüten sein, ja. Man braucht einmal männliche Blüten und dann weibliche Blüten und dann müssen Insekten oder Wind eben die Pollen von einer Blüte zur anderen tragen, damit das Ganze bestäubt wird. Ja, wenn ihr den Fall habt, dass diese Bestäubung unzureichend ist, könnt ihr mit einem kleinen Pinsel von Blüte zu Blüte gehen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, euch das unten verlinkt. Da könnt ihr sehen, wie ihr ja diesen Prozess unterstützen könnt und somit diese Ursache ausschließen könnt. Ein weiterer Grund kann Kalziummangel sein. Ihr solltet hier auf einen speziellen Dünger setzen, der eben genug Kalzium enthält. Ich habe euch unten mal einen verlinkt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass ihr zu viel düngt. Das kann dann auch dazu führen, dass die Früchte faulen. Weitere Gründe sind Staunässe im Boden, ja. Das mögen die Pflanzen nämlich auch gar nicht. Deshalb sorgt immer mal dafür, dass das Substrat von eurer Pflanze, ja, schön locker ist. Und wenn ihr die Zucchini, so wie ich hier im Kübel haltet, ne, dann müsst ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass das Wasser auch unten aus dem Kübel abfließen kann. Weil, ja, ansonsten habt ihr da auch einen Grund, warum Zucchinis eben, anfangen zu faulen. Ja, auch das liebe Wetter kann natürlich dazu beitragen. Ja, es kann also nass, kaltes Wetter sein, was dann eben begünstigt, dass die Zucchinis faulen. Es kann aber auch, ja, zu warm sein, dass es zum Beispiel über 30 Grad ist. Das ist dann auch gefährlich, wenn die Zucchinis wirklich dann zu lang stehen. Bei Hitze über 30 Grad können sie giftig werden. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, was ich euch unten im Beschreibungskasten verlinkt habe. Ja, aber wie kann ich nun das Wetter beeinflussen? Ja, vor Kälte und Nässe kann ich sie zum Beispiel ganz gut schützen, indem ich sie hier geschützt an einer Hauswand aufstelle. Ja, so ein Gebäude, das speichert dann auch immer ein bisschen Energie. Und dieser kleine Dachvorstand, ja, der bietet eben Schutz vor Regen, dass das Ganze nicht zu nass wird. Was kann ich jetzt bei Hitze machen? Ja, wenn ich so eine Hitzewelle habe und es wirklich mal über 30 Grad geht, dann würde ich die Zucchinis vielleicht an einem anderen Standort stellen. In meinem Fall, wenn ihr die im Beet eingepflanzt habt, dann würde ich irgendwie versuchen, Schatten zu spenden über einen Sonnenschirm oder ähnliches. Noch ein Grund kann sein, dass ihr einfach zu viele Früchte an der Pflanze habt. Dann ist ganz klar, dass auch mal welche dann absterben. Da solltet ihr euch keine Sorgen machen. Ich denke, mit so ein bisschen Ausfall kann man auch leben. Das war übrigens auch bei meiner gezeigten Variante der Fall. Und eine, ja, die ist mir verfault, weil die Pflanze, ja, oder auch die Frucht wirklich zu nass geworden ist. Ja, einen letzten Grund, den ich noch habe, das können auch wieder die Temperaturen sein, wenn die zwischen Tag und Nacht zu sehr schwanken. So eine Kübelpflanze kann man dann wieder geschützt an die Hauswand stellen. Und eine Pflanze, die im Beet eingepflanzt ist, kann man vielleicht ein bisschen, ja, mit Rasenmulch oder irgendwas vor der Kälte dann entsprechend schützen oder mit Vlies. Ja, das sind die Gründe, die müsst ihr abstellen. Dann werdet ihr auch keine verfaulten Früchte an der Pflanze haben. Die eine oder andere, ja, da solltet ihr nicht drüber nachdenken, das kann schon mal passieren. Aber wenn es dann zu viel werden, ja, dann greift das um sich und dann ist die Ernte verloren. Ich hoffe, das Video war für euch informativ und hat euch geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht tut, der kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaperik.